Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier beim Knöpfchendrücker Chrissy Schnissi und Stationeers Vulkan. Ja, wir haben dieses Power-Messsystem gebastelt und wir gucken mal, was wir hier haben. Eieiei, das habe ich mir gedacht hier, dass wir mit dem Wert noch gar nichts anfangen können. Und mit dem Wert hier können wir irgendwie auch nichts anfangen. Weil das steht nicht in KW. Ha. Aber warum steht denn das nicht in KW? Das verstehe ich nicht. Das ist doch genauso als Power gesetzt. Ist es das? Wir gucken. Edit. So, also. Ach, naja, klar. Schön. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ihr habt sie gesehen. Ihr, ne? Da hatte ich vergessen, Out hinzuschreiben. Copy und Paste King. Ich sag's euch. Ah ja. Okay, dann schnell mal raus und das Ganze noch umprogrammieren. Also ja, wir könnten natürlich jetzt auch mit einem Computer innerhalb der Basis auf die Chips zugreifen, zumindest auf diesen. Aber ich will auch mal ein bisschen raus in der frische Luft hier. Das sagt der, der in einem Raumanzug sitzt, aber ja. So, gib mal her das Ding. Export. So, jetzt gucken wir nochmal rein, bevor wir reingehen, ob wir jetzt wirklich nichts mehr dran haben. Achso, ja, der Badstand, den müssten wir ja nochmal überarbeiten. Da haben wir ja, lesen wir ja das Power Potential aus dem Out aus, das ist ja der hier, nee, Quatsch, Lüge, das ist der hier. Power Potential, der gibt uns eine komische Zahl. Also theoretisch, wenn wir den als auf Power stellen, also das Ding, ich weiß nicht, ob es dann auch geht. Also, wir können ja mal probieren, was passiert. Das wäre dann in dem Fall LED-Bud. So, ich weiß nicht, was passiert. Wenn wir den auf Power stellen, vielleicht sieht das ja cool aus. So. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also, wenn ich jetzt noch zwei, drei Mal rein und raus cyclen muss, dann stelle ich mir da oben einen Computer hin. Wobei, ja, nein. Ja, nein, vielleicht Erdbeermarmelade, genau. Ah, sehr schön. Na, mein Freund hier, komm mal her. Ah ja, doch, jetzt haben wir es auf Power gestellt. Genau, jetzt sehen wir auch, was da passiert. Also, wir haben 1,4 kW rein, 9,8 kW raus. Und wir sehen, dass unser Batteriestand abnimmt. Jetzt könnte man natürlich den Gesamt-Megawatt-Bestand kumulieren, also zusammenrechnen und sagen, pass auf, das ist jetzt unsere Gesamtbatteriekapazität, zum Beispiel 30 Megawatt. Ja? Und diese 30 Megawatt könnten wir dann als 100% nehmen und dann könnten wir eine Prozentangabe programmieren, die uns den Prozentsatz unseres Batteriestandes im Vergleich zur Gesamtkapazität anzeigt. Das ist insoweit cool, zumal man auch diesen Wert ja gar nicht wissen muss, weil den kann man nämlich auslesen. Ja, man kann nämlich so einen Mittelwert sozusagen bilden aus dem Gesamtbatteriepack und kann das dann entsprechend nehmen als 100% und dann rechnet man halt runter, wo sind wir gerade. Aber so reicht mir das eigentlich. So weiß ich, was los ist und dann ist alles gut. Dann können wir nämlich auch mal gucken, was jetzt passiert, wenn Strom ist. Dann sollte eigentlich da nicht viel passieren. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Also passieren im Sinne von Windkraftanlagen zerstören uns die Kabel und so. Ne? Das dürfte dann nicht passieren. Oh, ist das creepy, wenn man hier so rumläuft. Den Knopf finde ich immer. Also sieht schön aus, ne? Guckt euch das mal an. 91 Stacks, ey. Wovon haben wir denn 91 Stacks? Von Nickel. Von Nickel. Haben wir 91 Stacks, ey. Alter Vater, das ist mal ordentlich. So, der war noch an, hat Strom gefressen, den können wir mal ausmachen. Was brauchen wir jetzt? Genau, ich wollte mal nach Stationary Batteries gucken. Also die großen. Und da haben wir ja schon festgestellt, die kosten ordentlich Dampf. Also theoretisch müssten wir jetzt noch Gold herstellen, Silizium und Stellite. Ja, Gold, Silizium und Stellite. Kriegen wir hin? Wir haben ja alles.
Gold, Silizium und Stellite. So, dann machen wir erstmal das Gold. Da war es schon. Ist so geil. Ich muss es immer wieder sagen, es ist einfach nur geil. Die Vending Machine ist echt ein duftes Ding. So. So, dann können wir schon mal Silizium holen, während das schmilzt. Und ich sag mal so, wenn man das so hat, ja, also quasi, wenn man eine Rakete hat, die einem schön Zeug bringt, und wenn man die Elmo Furnace hat oder eine andere Furnace seiner Wahl, dann hat man eigentlich das Spiel schon gewonnen. Weil dann kann man alles bauen. Man kann alles bauen. Egal was ihr braucht. Strom, Batterien, Gasgeschichten. Ihr könnt einfach alles bauen. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht groß rumgekaspert in den Anfangsfolgen mit irgendeiner anderen Furnace. Und hier und Chris, du könntest doch und du könntest doch. Finde ich gut. Wie gesagt, Backseat Gaming ist erlaubt. Könnt ihr gerne immer weitermachen. Aber ich sage euch eins. Das war für mich von vornherein klar, dass ich eine Elmo Furnace bauen werde. Weil ich einfach keinen Bock habe, mit den anderen Furnissen rumzuspielen. Wenn ihr persönlich beim Spielstil das lieber selber programmieren wollt, ja, wie zum Beispiel Cebulba, der hat sich ja komplett selbst eine Furnace programmiert, dann ist das in Ordnung. Ja, das ist okay. Dann macht das. Ich möchte das nicht. Ach, Stellite haben wir vergessen, ja. Ja, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach eine funktionierende Furnace haben. Und die muss ich ja nicht mehr selbst entwickeln, weil die gibt es ja schon. Ja? Also, wir werden sehen, was passiert. Wenn der Patch kommt, dann werden wir sehen, was passiert. So, also, jetzt machen wir mal 100 Silizium machen wir jetzt mal rein. Wir machen jetzt mal einen großen Stash. Naja, ein großer ist das auch nicht, aber ja, wir machen jetzt mal 100 Silizium. Ne, wir machen 200 Silizium. So, haben wir schon auf Stellite? Nein, haben wir noch nicht. Nein. So. Oh, hat er wieder geleckt, habt ihr gesehen? Eieiei. Hat er kurz gequietscht, unser Tank. So. Ja. Ich verstehe dich, mein Freund. Du, lass mich doch mal laufen jetzt hier, du komisches Ding. 48. 49. Eieiei. Oh, da hat sie gut zu tun hier, die kleine Pumpe. Da müssen wir die mal noch ein bisschen aufdrehen hier. Wenn die zu langsam ist. So ist besser. So, okay. Dann haben wir, was haben wir jetzt drin? Silizium 200. Ja, genau. 200 Silizium. Okay. Dann brauchen wir 100 Silber. Oh, ich wollte schon wieder Silizium drücken. 100 Silber. Hallo? Jo. Hammer. Und wir brauchen 100 Kobalt. Ja, manchmal muss man halt nochmal drücken. So. Wie gesagt, immer aufpassen, dass ihr die richtigen Sachen da reinwerft, ne?
100 Gramm. So, wie viele Batterien wollen wir denn bauen? Wie viel können wir denn bauen? Na, 50 bauen wir nicht, das ist klar. Bauen wir 60, genau. Wir bauen mal 10. 10 können wir sowieso nicht bauen. Ne, können wir nicht bauen. Dann bauen wir 8. Ist egal, bauen wir erstmal. Oh, die können wir nicht stacken, ne? Ja, die können wir nicht stacken. Ach, scheiße. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal hier den Schnatter raus. Wie gesagt, wir wollten ja eigentlich unsere Basis noch ein bisschen ausbauen, aber das werden wir jetzt mal nach hinten verschieben. Wir werden jetzt erstmal hier basteln. Und das ist auch etwas, was ich den Leuten von Rocketworks immer wieder vorhalten möchte, also positiv. Das sieht einfach so geil aus, ja. Also, guckt euch das mal an, das sieht wirklich aus wie diese Kackbatterie, ja. Also, ich will nicht mal so Schimpfwörter sagen, aber, ne, das sieht so aus hier mit der Anzeige und hier und den Kabeln und der Belüftung und den E-Parts und, ach, ist das geil. Was fehlt denn? Kupfer. Na gut, 6 sind ja auch in Ordnung, ist okay. Kannst du ausmachen. So, wie sieht's aus? Wo ist Garganti? Der ist gerade verschwunden. Ah, nein, der geht gerade auf. Wie komisch, jetzt farmt sie wieder, ja? Jetzt steht sie auch auf 4 offen. Dann müssen wir einen Helm absetzen hier. Ach, dann müssen wir hier. Wir müssen den Duggies noch ein bisschen CO2 zutüdeln hier. Ja, 6 Batterien sind ja eigentlich in Ordnung, 6 große. Das ist ja, muss ja jetzt hier nicht schon wieder so ein Monster-Ding werden. So, 91 Nickel, 91 Stacks, ne? Das sind nicht 91 Stück, sondern 91 50er Stacks. Es ist einfach nur geil. So, wir gucken jetzt mal, was kommt denn hier rein? 25 kW. Naja. Oh ja, guck mal. Da läuft unser Batteriestand hoch. Sehr schön. Und ja, das ist natürlich die Zahl, die hochläuft, weil es wird gerade geladen, das ist der Batteriestand. So, das steht ja da. Aber schon krass, ne? 9,4 kW für so eine kleine Kackbasis. Entschuldigung, ich habe schon wieder ein Schimpfwort gesagt. Entschuldigt bitte. Für so eine tolle Basis. Ja, das ist natürlich der Kühlung geschuldet, ja. Der nicht effektiven Bauweise von Chrissy Schnissy. Und der ganze Schnatter, der überall läuft, der nicht laufen muss. Naja. Oh, 32 kW. Eieieiei, das steigt sogar noch. 32,3. 32 kW hatten wir als Peak. 32, Peng. Naja. Das war geil. Wo steht denn Gargantor gerade? Oh, der ist noch nicht mal ganz aufgegangen. Eieieiei. 32,7. Hoho. Ja, also ich würde sagen, wir haben Energy Power. Und interessant ist, wenn ihr wissen wollt, oh, 33 kW, eieiei, wenn ihr wissen wollt, wann eure Batterien voll sind, das müsst ihr theoretisch gar nicht wissen, denn wenn die Power-In gleich der Power-Out ist, dann sind eure Batterien voll. Genau. Dann ladet ihr nicht mehr, dann liefern die Solarzellen nur noch das, was ihr auch verbraucht. Hallo Rakete, schön, dass du wieder da bist. Oh, die war voll. 600. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt, ja, es wird Gas hergestellt. Guck, jetzt müsste das hier abnehmen. Ja, oh ja, oh ja. Auch der Sauerstoff nimmt ab. Ah, sehr schön. Also wir müssen die Rakete regelmäßig starten, damit unsere Sauerstofftanks nicht voll werden, ne? Wisst ihr, habt ihr verstanden. So, 32,8. 33 hatten wir schon. Haben wir schon gesehen, 33. Also ich denke mal, wir haben 30 Megawatt wahrscheinlich, weil 28,2 und die Batterien waren immer voll am Ende des Tages. Also ich gehe mal davon aus, dass wir 30 Megawatt aktuell speichern können. Gehe ich mal von aus. Werden wir gleich sehen, ob es dann auf 0 geht bei Power-In. Also Power-In gleich Power-Out.
Das ist dann ein Zeichen, dass die Batterien voll sind. Dazu müssten wir aber über 9 kW erzeugen, wenn die Batterien voll sind. Und das ist ein guter Indikator. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr eigentlich super einfach sehen, ob eure Batteriekapazität ausreicht, ohne dass ihr die Batterien seht. Ja, das ist immer etwas, wo man dann vorbeigeht. Das sieht man kurz, checkt kurz die Lage. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was passiert bei 30 kW, bei 30 Megawatt. Oh, nee, wir haben mehr als 30 Megawatt. Eieiei. Okay, ich hätte jetzt gesagt, wir hätten 30 Megawatt und dann geht das hier auf 9 kW, aber nein, ist nicht so. So, der hat noch 9%, das ist okay, der sollte ja eigentlich Alarm schlagen dann, aber das hat, haben wir ja schon, glaube ich, mal festgestellt, dass das nicht funktioniert. Hat. Also, müssen wir gucken. So. Okay, jetzt, wenn Garganti weg ist, wovon ich ja ausgehe, dass das bald der Fall sein wird, dann gehen wir mal raus und vergessen, unseren Helm zuzumachen und dann sterben wir einfach. 33 kW. Alter Falter, ist das geil. Ja, hier, denen geht es auch noch gut. Wasser verbrauchen sie ja leider nicht. Leider. Die Frage wäre, wenn wir das jetzt zurückbauen hier alles, was ja durchaus nicht das Problem wäre, was bauen wir dann hier hin? Ja. Ich baue ja dann immer so Sachen. Ich habe ja auf Europa habe ich ja dieses komische Ding mit dem Fahrstuhl da oben auch drauf gebaut, wo man dann so, ja, dieses Atrium, aber eigentlich war das viel zu groß und es war eigentlich, ja, wir haben es ja nicht mehr lange benutzt, sage ich mal, ne? Und deswegen, müssen wir mal gucken. So, Garganti, jetzt verzieh dich mal, ich muss kurz raus hier, ich muss mal kurz draußen Batterienwechsel machen. Obwohl, Batteriewechsel machen wir nicht. Nein, nein, nein. Wir bauen die erstmal an und lassen die erstmal voll laden. Dazu brauchen wir erstmal hier die Hoshis und wir brauchen ein paar Steelsheets. Und für die Batterien an sich brauchen wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Brauchen wir noch irgendwas für die Batterien? Weil, Batterie, genau. Oh, ich habe jetzt irgendeinen anderen Batter. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt hier. Nee, können wir so bauen, brauchen wir nichts. Ja, die hat natürlich auch verschiedene Abstufungen von ihren Batterieständen, die wir auch auslesen können. Das haben wir ja hier schon gesehen, ne? Die Modus kannst du auslesen. Full, High, Medium und so weiter. Kannst auch Power Actual auslesen, dann weißt du, was drin ist. Ne? Haben wir ja gemacht schon. Naja, also man kann da schon viel spielen. Und das macht Spaß. Das macht Spaß. Und ich habe mir auch was überlegt, also ihr werdet natürlich jede Welt, wenn ihr sie dann haben wollt, auch als Workshop-Inhalt bekommen. Also weil manchmal ist ja so, dass die Leute vielleicht doch mal gucken wollen, was ich hier so getrieben habe. Ja. Wobei ihr quasi im Let's Player alles gesehen habt. Also eigentlich bräuchtet ihr das Safe-Game ja gar nicht. Aber ja, können wir machen. Und ja, dann könnt ihr euch die Sachen abgucken, sage ich mal, die ich da so fabriziert habe. So, wir bauen mal. Die kriegen wir alle nicht hierher. Das ist ja mal amtlich, ne? Das wissen wir ja. So, die ist angeschaltet, genau. Die haben ja ihre Schalter auf der Seite, genau. Da können wir dann im Prinzip. Also ich würde das jetzt erstmal grob hier hinbauen. Und später tauschen wir dann eine kleine gegen eine große aus, würde ich sagen. Ne? Die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Meint ihr nicht auch? Also ich finde, die sehen ein bisschen komisch aus, die Batterien. Naja. Jetlag
Oh, wir haben natürlich nicht genug Kabel. Wie immer. Wie immer. Habe ich jetzt 50? Achso, na klar, habe ich 50 verbraten, weil wir haben ja Solar an die Solarpanels angeschlossen. Stimmt. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal vier große. Ich meine, die großen haben schon Power, ja. Also da weiß ich nicht. Da sind wir, irgendwann sind wir dann so weit, dass die auch alle voll sind und dann haben wir eigentlich unsere Ruhe. Es ist ja eigentlich nicht so, dass die Batterien irgendwas abpuffern müssten. Ja, also weil wenn du diese Ladeleistung hast von den Solarpanels und den Windkraftanlagen, dann brauchst du auch gar keinen so einen großen Batteriepark. Ja. Den großen Batteriepark hat man ja eigentlich, wenn man zum Beispiel Windenergie benutzt oder so, dann ist ein großer Batteriepark geil, weil man dann einfach diese Spitzen abpuffern kann. Ja. Kann halt immer einen Sturm abwarten, dann wird das hier puffert und dann hat man volle Batterien und dann kann man davon leben. Ja. Andersrum skaliert die Batterie Kapazität natürlich mit der Basisgröße. Ja, je mehr Abnehmer ihr habt, desto mehr Energie müsst ihr auch erzeugen. Aber man kann ja mit so einem Batteriesystem zum Beispiel auch tagsüber das komplett vollladen und das nachts komplett entladen. Ja, also wenn man das hinkriegt, dann wird das am nächsten Tag wieder voll geladen. Da muss man halt genau abwiegen und ausprobieren und ausrechnen, was man eben so braucht. Ja, bei mir ist das so, ich sehe halt, drei oder vier Batterien sind tagsüber leer. Da haben wir überhaupt noch gar keine Gefahr, dass uns irgendwas passiert. Null. Absolut gar nicht. Ja. Aber wir haben die großen Batterien noch nicht gebaut. Ich wollte sie bauen. Die sind ja jetzt teurer als früher. Deswegen, haben wir sie dann auch gebaut. Und ich finde das so als Speicher ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr genug Power habt, dann ist ein großer Batteriepark natürlich toll, weil wenn ihr nämlich so wie ich mit 33 kW da reingeht und nur 9 verbraucht, dann könnt ihr das halt aufladen. Ja? Das ist ja logisch, so ist halt eine Batterie. So funktioniert es halt, wenn man mehr reinschickt, als man verbraucht. Und das würde ja im Prinzip alles verpuffen. Also ihr könntet theoretisch eure Basis auch ohne Batterien betreiben, wenn ihr sicherstellen könnt, dass der Basisverbrauch, den ihr aktuell habt, auch permanent generiert wird, zum Beispiel durch Wind. Ja? Aber ihr seht das schon gerade jetzt hier bei mir, die Windanlagen, die machen 400 Watt gerade. Ja? Da ist gar nichts passiert da. Also braucht ihr natürlich Batterien, ist ja klar. Ja, aber wie gesagt, man muss die gar nicht so groß skalieren, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, es geht auch kleiner. 100 Nickel haben wir schon, ne, der ist immer noch am Ausladen, oder? Ja, die laden noch aus. Dieser Button, der geht mir voll auf den Zuppel. So, sind denn unsere Kabel jetzt fertig gebaut? Woran liegt's denn? Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. 23 Stück. Ja, komm, ist egal. Wir müssen jetzt raus. Wir müssen jetzt schnell die Batterien anschließen. Also schnell nicht, aber. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache, warum man eventuell darüber nachdenken sollte, also ich werde es nicht tun, aber warum Leute darüber nachdenken, ihre Geräte, ihre Autolays und Co. Mit entsprechenden Automationen zu versehen, die dann quasi die Erze selbstständig holen, wenn denn welche gebraucht werden. Ja. Muss man niesen. Ja, so. Ja, die Erze denn holen, wenn sie denn benötigt werden. Ja, das kann man sich alles bauen. Wie gesagt, hier oben, guckt es euch an, das ist hässlich. Ja, man sollte diese Sachen eigentlich alle schön bauen. Man sollte das alles irgendwie schön verlegen und sich Zeit nehmen. Hier diese Rohrverlegung, das ist einfach nur hässlich. Ja, das regt mich auch jedes Mal wieder so auf. Aber ich baue jedes Mal wieder so einen Schrapel. Also, ich weiß nicht warum, aber ja, es ist so. Ich kann es nicht ändern. So, okay. Check. Hammer. Neue Batterien. So. Ja, wollen wir mal gucken, was haben wir denn an Potential gerade? Huch. Es ruckelt. Wer ruckelt so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Chrissy. Achso, hier sehen wir nur das Potential. 41
brauchen wir noch. Also 41. Ja, 41,9. Ja. 41,9 Megawatt, 42. Alte Scheiße. Naja, okay. Okay, also die werden ja jetzt von außen geladen und nicht von den Batterien hier, das ist gut. Und hier drüben war ja eigentlich auch alles soweit schick, ja. Ja, ja. Was haben wir hier? Ach, hier ist eine Stichleuse, ja. Ja, das dürfen wir nicht zubauen, hier müssen wir aufpassen. Dass wir das nicht zubauen. Ja. Okay, haben wir da ein paar Batterien hingestellt, können wir uns freuen. Sehr schön. So, dann wäre jetzt als nächstes noch vielleicht die Uhr interessant. Da muss ich mich aber erstmal schlau machen, wie wir das am besten basteln. Und dann können wir das eigentlich tun hier. Dann können wir hier mal eine Uhr bauen, um einfach mal zu wissen, was für eine Tageszeit gerade ist. Ja? Einfach, um dann auch zu sagen, okay, Garganti kommt gleich oder er kommt nicht. Ja? 24 Stunden Uhr. Gibt es ja alles schon fertig. Brauchen wir ja keine Zauberei machen. Können wir uns dann mal angucken. Ja, Judy, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Weiter vielleicht Kommentare schreiben. Wie gesagt, Backseat Gaming ist erlaubt. Ihr dürft mich immer gern verbessern oder mir Tipps und Tricks verraten. Ich muss auch ehrlich sagen, viele eurer Tipps und Tricks kenne ich natürlich schon und werde die aber nicht umsetzen, weil ich einfach eine gewisse Art habe zu spielen. Ja, und da sind halt manche Dinge, die macht man dann eben nicht. Ja, also Chris, mach doch das so und so. Finde ich gut, total toll. Schreibt mir das bitte. Wie gesagt, da waren bisher auch immer so viele coole Ideen dabei von euch. Wirklich sehr coole Ideen. Und aber am Ende werde ich so bauen, wie ich das glaube, bauen zu müssen oder zu wollen. Ja, das ist nicht böse gemeint euch gegenüber. Also dann wird man jetzt vielleicht sagen, oh, dann brauche ich das ja nicht schreiben, wenn er sowieso nicht macht. Nee, macht mal, schreibt mal. Weil, wie gesagt, manchmal sind ja auch ein paar geile Tipps dabei, die ich eben noch nicht kannte und die kann man ja auch umsetzen. Aber wie gesagt, vieles von dem, was ihr mir so schreibt, das habe ich dann schon mal selbst ausprobiert. Und ja, ich baue nicht alles nach, sagen wir es mal so. Und ich meine es, wie gesagt, nicht böse. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. So, okay. Ich würde sagen,